Ja, die Hälfte mehr. Und die waren fast gleich stark. Schauen wir mal, wie sich deren Klugheiten zueinander verhalten. Wenn ich bis so... Ach, da oben. Ach, ja, genau. Da spiegelt sich das fast wieder. Und dazu hat noch die unterschiedlichen Zauberstufen. 1917 gegen 1315. Und dann hat man einen Grund, warum das so unterschiedlich ist. So, jetzt mal schnell hier rüber gucken. Huch. Okay. Kraut! Teufel! Armes Sue kommt nie zu was. Ist einfach zu langsam. Ja, doch. Kommt zu was. Entschuldigung. Und es reicht nicht. Gerade so. You're no match for me. Langsam aber sicher geht's mit der Axt aufwärts. Mühsam. Noch weiter. Ja, das ist eine gute Richtung irgendwie, ne? Oh, okay, ich habe den Ausgang gefunden. Ah, ist eine Overworld, kann ich später noch absuchen, wenn ich will. Top Gumbo. Nein, dieses Dorf wird nicht von Elefanten bewohnt. Nein, dieses Dorf wird nicht von Elefanten bewohnt. Falls doch, wäre es sehr, sehr albern. Ach nee, die hatten dies ja mit Fröschen, hatten sie ja erzählt. Quack. Oh, was für eine romantische Insel. Ich will nur, dass er Herzform hat. Oh, was für knuffige Boote. Die sind ja süß klein. Sieht in einer Stadt aus, in der man sich toll verlaufen kann. Oh Gott. Also. Oh, ja, der Vulkan will nicht. Ich sehe schon, ja, ja. Der Vulkan will nicht mehr und solange der Vulkan nicht will... Was? Ihr könnt mich auch reinlassen. Achso, da. Gästehaus und hier... So, wo habt ihr eure Eingänge? Werkzeugschuppen. Okay. Wenn das der beste Laden ist, den man kriegen kann, ist es. Gut, dann schauen wir doch mal. Und dann... Zack. Eigenschaft Wasser. Ich just dann einen von... Reicht einer, denke ich. Und das Messer. So, und jetzt noch die Rüstungen. Feuerschutz. Wasserschutz. Okay. Gibt normalen Angriff zurück, was? Nicht hinfallen. Was
zur Hölle. Das sind schon seltsamer Krams hier. Oh, die sind schön. So. Was ist das? Ach, ich glaube, das ist einer, mit dem die Leute nur besonders langsam wieder aufstehen. Ich gebe ihnen den Krams einfach mal. So, was ist das? Also, es ist scheißen teuer erstmal. Ach, ich glaube... Oh, wenn das das ist, was ich denke, dann wäre das ganz schön übel. Wer gewinnt am meisten? 5. 8. Oh, weia, ist der Scheiß teuer. Das ist ja nicht mehr witzig. Irgendwas stimmt da nicht. Achso, doch, das hat er ja nicht angelegt. Das... Auweia. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass das, Zaubertechnikblock schützt vor kritischen Treffern. Was? Hält wach ein Regenmantel? Der wach hält? Was ist mit denen los? Die haben ja alles ziemlich spezialisierten Kram, so, ne? Feuerschutz, Wasserschutz, etc. Sollte man sich mal merken. Ja, mein Verdacht, den ich hatte, ne? Ist halt, dass, dieses Schild, normale Angriffe, also so wirklich ganz stumpfe Auto-Attacks, die nicht aufgeladen werden und alles, das ist die, einfach reflektiert. Das wäre natürlich schon ziemlich cool. Um es nett auszudrücken. 4 Feueramulette. Brauche ich die überhaupt? Ich kann hier Rüstung kaufen mit 2. Ja, aber die sind stärker. Lähmung, Verwirrungen. 2 Verteidigung, 2 Angriff. Ist eigentlich beides nicht viel. Achso, Schutz gegen Schaf und Verwirrung. Verteidigung, Giftschutz. Schutz gegen alle Zauber, genau. Nee, hier sind eigentlich alles schöne Sachen hier. Die ich hier so nicht weggeben will. Aber bevor wir hier übernachten, wird sich umgeschaut. Schauen wir uns mal den Hafen an. Wenn wir schon so mit allen Mitteln und Wegen dahin gedrängt werden. Aber, was ich gerade sehe, das machen wir nicht dieses Mal, sondern beim nächsten Stream. Das war's nämlich für heute. War ein bisschen kürzer mal, man kann ja nicht immer eine 20-Part-Session machen, so wie die letzte. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Trotz der technischen Schwierigkeiten am Anfang. Bin froh, dass es nicht nochmal abgeschmiert ist. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.